damit, liebe Freunde, zu einer nägelregenden, blutigen, spritzigen Folge Days Gone hier auf Trend 17 TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und hier die Stange haltet, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir machen uns jetzt auf zu, ich glaube, weiß gar nicht, ob Boozer da noch ist. Zum O'Leary Mountain müssen wir. Warum auch immer. Aber das werden wir ja gleich sehen. Hier ist Copeland. Ach. Hat etwas für dein Bike. Ich bin nicht sicher, ob ich genug Punkte habe. Nee, habe ich auch nicht. Doch, komm vorbei. Wird sich lohnen. Komplett Ende. Ja, bist du gerade weg, dann hat er was für dein Bike. Super. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den größeren Tank. Das ist schon mal gut. St. John, hier ist Mark Copeland. Ich wollte mich für die Sache mit deinem Bike entschuldigen. Nach allem, was du für das Camp getan hast. Ah, das ist schon weg, das Vieh. Schade. Ja, ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Drecksvieh. Wie gesagt, tut mir leid. Das ist weg. Kann man vergessen. Das Vieh ist weg. Nochmal eben die Kiste reparieren hier. Qualmt wie Hulle das Teil. So, okay. Vielleicht finden wir gleich noch irgendwo Schrott. Gucken, was wir hier jetzt beim O'Leary sollen. Feuer! Feuer! Nachladen! Nachladen! So. Drecksviecher. Rauf da. Nachtanken können wir da hinten. So. Da haben wir schon mal Sprit. Immer das Erste, was wir hier machen müssen, immer tanken. So. Zum Glück haben wir jetzt den größeren Tank, dass wir nicht mehr auf halber Strecke stehen bleiben können. So. Gesundheit mal eben auffrischen wieder. Haben wir hier noch irgendwas an Schrott, was wir mitnehmen können? Da, sehr schön. Schrott ist immer gut. Herstellen können wir nichts mehr. Okay. Da bin ich mal gespannt, was er jetzt oben will. Da ist noch eine Flasche. Da ist auch noch irgendwas. Da kann man. Da ist auch noch Schrott. Super. Perfekt. So, was sollen wir hier denn jetzt? Hä? Ist aber doch die Mission. Was sollen wir hier denn jetzt? Ach so, okay. Waffenschrank brauche ich nicht. Hm. Ah, hier. Was ist das für ein Bike hier? Ach so, wir sollen Boozers Bike, glaube ich, noch holen, ne? War das nicht so? Irgendwas war da doch. Ist schon gewundert, was. Ich dachte, da oben wartet jemand auf mich. Und Boozer ist ja bei Mike. Mal gucken, was da jetzt. Ah, das ist ja cool. Da freut Boozer sich bestimmt, wenn er sein Bike endlich wieder kriegt. Stimmt, er hat ja sein Bike da noch, richtig. Ich habe ihn ja mitgenommen. Hey, was für dich? Was zur Hölle?
Du hast wirklich mein Bike geholt? Ausschlachtet. Oh Mann, Dick. Hey, ich hab das nur wegen der Ersatzteile gemacht. Ich meine, du alter Sack brauchst die ja wohl nicht. Scheiße. Danke, Bruder. Das vermisse ich echt. Durch die Gegend cruisen. Vielleicht kann man ihm irgendwas bauen, dass er den zweiten Arm auch wieder bewegen kann. Irgendwie nutzen kann. Verdammt. Der arme Buser. Ja. So, wir sind wieder zurück in unserer Hütte. Ich wollte nur, dass du weißt, dass sie Männer angeheuert hat, um dein Bike zu holen. Das Ding steht drüben in der Werkstatt. Warte, sauber. Was? Gern geschehen. Ricky Ende. So, haben wir da auch wieder Iron Mike freigeschaltet. Akzent. Cool. Was gibt's denn hier sonst noch zu tun, was wir nochmal eben erledigen können? Hier ist erstmal alles. Oh, hier ist noch das Nest. Okay, da wird bestimmt gleich irgendwas aufploppen. Beute haben wir. Waffenhändler, wir haben ja jede Menge Kohle. Hallo. Hey Blair. Oh, 7,899 haben wir. Wenn wir jetzt eine höhere Vertrauensstufe hätten, könnten wir richtig ausgeben, Geld ausgeben hier. Munition okay. Auffüllen. Ja, wir mal alles gut. Auf. Ja, gut. Na klar, machst du gut. Irgendwie, ich glaube, die steht auf mich, die alte, ja. Vorräte, Schrank. Nö, die Waffen, da bin ich eigentlich alle mit zufrieden. Bestens. Na gut. Cool. Hey, ja, klar, na gut. So, die Höhle mal im Tanken. Wie viel haben wir da noch drin? 100. Ach, der ist sogar, hat er sogar vollgetankt. Super. So, nächste Mission kommt in der altes Sägewerk. Nero. Da sind wir aber schon gewesen. Was ist da noch? Medizinische Einheit, Nero Injektor, das habe ich ja aber schon. Da bin ich ja schon gewesen. Benzin. Da könnten wir nochmal versuchen, ob wir da was reißen können hier, ne? Da mal. Was ist hier noch? Hinterhaltcamp. Das haben wir auch noch nicht gewesen. Da fahren wir jetzt nochmal hin. Volles Risiko. So. Ich hoffe, du kaufst was. Hey, wie läuft's? Nein, ich kauf nix. Wahrscheinlich kommt dann gleich sowieso wieder ein Auftrag rein. Ne, ich fahre die andere. Das nervt da die Strecke. So. Mein erster. Entschuldigung. Ja, zieh mal die Strecke ein bisschen anders. Da kann ich da nicht irgendwie lang fahren. St. John, hier spricht Mark Copeland für Deacon St. John. Hey Cope, was gibt's? Wollte mich nur melden. Ein paar von meinen Männern waren neulich auf dem O'Leary Mountain. Haben dort ein Versteck gefunden in einem Waldarbeiterwachturm. Ach was. Ja, haben sie gesagt. Soll verlassen gewesen sein. Tja, aber wer da auch lebte, hat ein Bike gehabt. Das Ding ist wohl in einem Top-Zustand. Was du nicht sagst. Ja, Mann, aber es kommt noch besser. Als sie heute wieder darauf fuhren, das Ding abzuholen, war das Bike weg. Ja, das ist doch wirklich seltsam. Cope, das ist alles wirklich faszinierend, aber. Jetzt wart's ab. Das Beste kommt doch erst noch. Sie sagen, dass das Bike aussah wie das, was Musa früher immer fuhr. Okay, nochmal von vorne, Cope. Ihr seid also hoch zum O'Leary Mountain und habt da anscheinend Busas Bike gefunden, ja? Und das Erste, was ihr denkt, ist, hey, warum fahren wir nicht zurück und stehlen es? Bergen, Bergen. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe mich gefragt,
gefragt, was wohl mit Boozer passiert ist. Manny sagt, er hat ihn schon eine Weile nicht gesehen. Keine Ahnung, Corp. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann sag ich ihm, dass du ihn vermisst. St. John N. Das ist ein Kerl, ne? Jetzt haben wir uns für ihn so den Arsch aufgerissen und jetzt ist er trotzdem so ein falscher Kerl. Ja, Eddie, was gibt's? Könntest du mal auf der Krankenstation vorbeikommen? Stimmt was nicht? Nein, ich muss nur mit dir reden. So, ja, oh. Okay. Hier ist ja richtig Action. Ich muss sie alle töten. Oh, oh, jeden das weg. Dieser verfluchten Mörder. Okay. Hier bist du. Ach du Scheiße! Wer ist hier irgendwo? Einer weniger. Na dann. So, noch jemand ohne Fahrschein? Okay. So. Noch jemand ohne Fahrschein? Ey, das ist ja gar nicht so schlecht, das Camp. Da bist du ja. Die Musik ist ja geil. Wollen wir mal sehen, kommt der hier rum? Hier bist du. Okay, Rückzug. Zurücksehen. Da oben ist ein Sniper. Zack. Alle weggeblasen hier. So, gucken wir mal eben, was hier Schönes drin ist. Oh, das sind richtig viele hier. Eieiei. Da oben der Sniper. Den haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch den Sniper da oben. Okay. Zack. D.
Ist da noch... Ah, die Musik ist noch an. Da scheint aber noch einer zu sein, wa? Okay. Ich krieg. Das war der letzte. Super kurze Prozess. Nein! Wir haben eine Waffe wieder. Super kurze Prozess gemacht. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Ach, einen unterirdischen Bunker muss ich auch noch suchen. Fragt sich wo, ne? So, eben Medizin herstellen. Dann können wir das nämlich auch mitnehmen. So. Wo soll der denn jetzt sein? Irgendwo in dem Gebiet wahrscheinlich, ne? Das hier rot eingekreist ist. Auch Max. Kerosin habe ich alles. Hier vielleicht irgendwo. Ich sehe hier keinen Bunker. Untersuche den Bunker. Hier sind doch auch manchmal noch coole Sachen dabei. Da ist nix. Aber wo ist... Hier wäre doch eigentlich ein... Da. Hier ist die Luke. Ah, wunderbar. Lustig doch. Gucken, ob es da was da Schönes gibt. Ah, oh, der mit seinem Free Oregon. Viele von euch erinnern sich wohl nicht an den Kalten Krieg. Aber damals war das Leben auch eine so. Art Hölle. Jedes Mal, wenn man ein Flugzeug gehört hat, dachte man, das war's jetzt. Vielleicht irgendwelche... Das ist der Flieger, der uns die Bombe auf den Kopf wirft. Und wir überlebten die rote Angst. Bombenbau... Wusste, ob der Nachbar rum... Pläne. So. Iron Mike, da müssen wir jetzt eigentlich auch bald mal Rauchbombe können wir herstellen. Perfekt. Man traute niemanden. Trifft dich mit Eddie. Okay, ich würde sagen, das war's. Ja, okay. Jetzt gehen wir wieder raus. Völlig den Bach runtergeht. Einfach den Einstieg öffnen und reinklettern kann, dann ist man sicher. So, auf zum Bike. Vorräten und Waffen. Das hat sich nicht geändert. Oh, verdammt. Lieber ein Bunker graben als ein frühes Grab. Hier ist mal Kuppler für Radio Free. Laut. Ja, Cobb, wie ist das für die armen Kerle gelaufen, die den gebaut haben, den ich gerade geräumt habe? Nicht so gut, schätze ich mal. Die waren nämlich schon lange tot, bevor ich überhaupt hinkam. Der ist immer mega aggro, unser guter Deacon. So.
So, dann sind wir auch rechtzeitig wieder im Camp. Wow! Okay. Könnt ihr ja zum Glück auch weiterfahren. Super cooles Bike. So, home sweet home. Diesem Camp hier werde ich mich nie zurechtfinden. Also sowas Verwinkeltes. Ach, da sind wir jetzt, sind wir da. Wunderbar. So. Immer noch Vertrauensstufe 1. Unfassbar. Hey Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lange nicht gesehen. Wie es Boozer geht, wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu. Du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart. Sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Das stimmt. Ja. Vielleicht der Einzige. So. Fahre zur... So, wir hauen uns jetzt hier aufs Ohr, mein Lieben. Und sehen uns dann in der nächsten spannenden Folge wieder mit Deacon und mit euch und mit mir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Däumchen, wären Träumchen. Ciao, ciao.